Eure Mütter und eure Schwestern, ihr reduziert sie zu Objekten. Ihr müsst dagegen protestieren. Ich habe Hunderte von ihnen getroffen, was für verzerrte Menschen sie geworden sind. Das ist keine moralische Frage, es ist eine Frage der mentalen Gesundheit. Sie fangen an zu sagen, dass es sogar für Frauen in Mode ist, sich das anzusehen. Du tust das Dümmste, was möglich ist. Setz das Gesicht deiner Mutter auf diese Dame, die dort ist. Ich denke, du wirst es kapieren. Namaskaram, Sadhguru. Namaskaram, Sadhguru. Es scheint, dass die Frage, wie kann ich aufhören, Pornos zu schauen, eine der häufigsten Suchanfragen im Internet ist. Ich habe ein paar ehemalige Klassenkameraden, die süchtig danach wurden und deren Leben aus den Fugen geriet. Warum werden Menschen süchtig und wie können sie leicht wieder davon loskommen? Schau. Du musst das verstehen. Pornografie ist nicht gleichbedeutend mit Sexualität. Es ist eine Art Krankheit, die man entwickelt. Wenn ich Krankheit sage, Sexualität ist keine Krankheit. Sie ist Teil unseres Entstehens. Aufgrund dessen sind wir hier. Wir sind nicht für sie hier, wir sind aufgrund dessen hier. Wir sind daraus geboren. Es ist also keine Frage von richtig oder falsch. Es ist nur so, dass die Natur bei jedem anderen Lebewesen die Sexualität kontrolliert hat. Denn Sexualität ist saisonal. Die restliche Zeit wissen sie nicht einmal, wer männlich ist, wer weiblich ist. Hallo? Die Natur hat sie also kontrolliert. Warum, denkst du, hat die Natur diese Kontrolle von dir genommen? Weil sie glaubte, dass du etwas mehr Verstand hast. Aber du versuchst zu beweisen, dass du das nicht hast. Ja. Denn wenn du dir in jungen Jahren diese Dinge anschaust, wird nichts anderes in deinem Kopf passieren. Ich würde sagen, dass Frauen in diesem Prozess eine viel größere Verantwortung haben und ein Bedürfnis, diesen Dingen Einhalt zu gebieten, da niemand etwas darüber sagt. Und jetzt fangen sie an zu sagen, dass es sogar für Frauen in Mode ist, sich das anzusehen. Jemand sagt, dies sei Sexualerziehung. Nein, nein, es ist nichts von alledem. Durch jeden noch so kleinen Konflikt, der stattgefunden hat, oder Kämpfe, die Frauen durchgestanden haben, ist ein gewisses Maß an körperlicher Freiheit zu euch gekommen. Mit Pornografie werft ihr sie weg. Das bedeutet, ihr seid ohnehin ein Objekt, okay? Wenn du ein menschliches Wesen werden willst, musst du dagegen protestieren. Nicht auf den Straßen. Wo immer du es siehst, musst du es auf der Stelle stoppen. Du musst verstehen, hier geht es nicht um die Freude von jemandem, um den Genuss von jemandem, um das Vergnügen von jemandem. Hier geht es darum, eine Frau zu einem Objekt zu machen, ein Ding aus ihr zu machen. Wenn Frauen das nicht in die Hand nehmen, in den Köpfen der Männer ist so viel noch nicht angekommen. Es sei denn, sie entwickeln sich weiter. Es sei denn, sie entwickeln sich weiter. Ja, und vor allem, ich habe Hunderte von ihnen getroffen. In jungen Jahren haben sie sich in diese Dinge hineinbegeben. Und wie verzerrt sie geworden sind und wie sie in sich leiden. Morgen, um sinnvolle Beziehungen zu den Menschen um sie herum zu haben, sie werden so krank. Ich möchte diese Dinge nicht einmal vor euch aussprechen. Die Dinge, die sie mir erzählt haben, was sie durchgemacht haben, weil sie süchtig danach geworden sind, als sie sehr jung waren. Und wie werde ich es los? Du musst das verstehen. Wie ich dir gesagt habe, hat die Natur dich von einer gewissen Bindung befreit, in der Annahme, dass du ein bewusstes Leben bist, dass du alles bewusst tun wirst. Das hieß nicht, dass du die ganze Zeit nur das tun sollst, Fortpflanzungsaktivität. Es geht also nicht um Vergnügen, es geht nicht um Freude, es geht nicht um Liebe. Es ist einfach eine Zwanghaftigkeit. Wenn du nicht verstehst, dass Zwanghaftigkeit Sklaverei ist, was soll man dann mit dir machen? Hallo? Du verstehst nicht, dass Zwanghaftigkeit Sklaverei ist? Bewusstsein ist die einzige Befreiung, die wir haben. Es gibt also keine Notwendigkeit, es aufzugeben. Nur keine Notwendigkeit, dorthin zu gehen, das ist alles. Was gibt es da aufzugeben? Passiert es hier gerade? Nein, es passiert in meinem Kopf. Schau, dein Kopf ist so. Was immer du diesem einprägst, das ist, was passieren wird.
Das ist die Natur deines Kopfes. Du musst verstehen, jede Technologie, jede Annehmlichkeit, die zu dir kommt, willst du zu deiner eigenen Zerstörung nutzen. Oh, was ist daran so schlimm, Sadhguru? Das ist das Schlimme. Eure Mütter und eure Schwestern und jede andere Frau um euch herum, ihr reduziert sie zu Objekten. Ich sage nicht, ihr alle werdet Brahmacharis und geht irgendwo hin. Nein, das ist nur für bestimmte Menschen, die die Fähigkeit dazu haben. Aber du musst dein Leben auf eine würdevolle Weise führen. Wo ist hier die Würde? Wo ist die Würde für die Frau in der Pornografie? Hallo? Wo ist die Würde? Du glaubst also, indem du der Hälfte der Bevölkerung auf dem Planeten, der menschlichen Bevölkerung auf dem Planeten, die Würde verweigerst, glaubst du, dass du etwas Vergnügen finden wirst? Widerlich. Das ist also nicht eine moralische Frage. Das ist eine Frage einer psychischen Krankheit, verstehst du? Es ist eine Frage der mentalen Gesundheit. Es geht also nicht um Moral. Du wirst psychisch krank. Nur weil du etwas Hässliches siehst und unter Freunden hihihihi sagst, glaube nicht, dass du etwas Großes tust. Du tust das Dümmste, was möglich ist. Wenn du nicht verstehst, was ich meine, welche Pornografie auch immer dort passiert, setze das Gesicht deiner Mutter auf diese Dame, die dort ist. Ich denke, du wirst es kapieren.